Wow, das geht doch recht gut voran. Ah. Oh, da ist ein schöner Baum. Ich glaube, ich ruhe mich dort mal ein bisschen aus. Schön schattiges Plätzchen. Was? Wie? Was ist das? Hallo, Schätzchen. Lass uns eine Runde tanzen. Ah ne, die ist weiblich. Los, komm schon, tanz mit mir. Lass mich in Ruhe. Ich wollte doch nur mit dem Baum. Lass uns tanzen. Das ist so toll. Du bist so wunderbar. Wie kannst du das wagen? Ich wollte doch nur mit dir tanzen, aber du hast mich gestoßen. Es tut mir leid. Ich wollte mich ja nur unterm Baum ausruhen. Okay, auf zur nächsten Runde. Und wir kämpfen gegen eine Hexe? Okay, die kenne ich auch noch nicht, außer in diesem Teil. Also weiß ich auch nicht wirklich, wie die heißt. Ich kenne wirklich nur so ganz wenige Puyo Puyo Charaktere bei Namen. Finde ich an sich ein bisschen schade. Wie mache ich das jetzt? Okay, jetzt muss ich mir wieder eine gute Aufbaustrategie einfallen lassen. Mann. Rot. Gelb, okay. Rot, verdammt. Gelb, so, gut. Und zack. Okay. Yes. Ich hab's dir gegeben. Okay, rot. So, dann kriegst du da noch eine Portion. Wie, das war schon wieder? Okay, das war wohl Glück. Wow. Okay. Somit habe ich schon Stage... War es jetzt 8? Ne, Stage 7. Stage 7 gemeistert. Und wir kommen schon zu Stage 8. Auf wen treffen wir jetzt? Na? Oh, der Elefant. Oh, ich bin wütend. Ah, was soll dieser Erdbeben? Das ist so wackelig. Was, Erdbeben? Ich bin wütend, ich habe Frost! Wütend! Lass mich bloß nicht noch wütender werden wie 100 Tonnen! Du gehst in die Erde, bist du verrückt? Und tschüss. Ja, der ist versunken. Wow. Okay. Wir kämpfen jetzt gegen... Ja, wie soll ich sagen? Einen indischen Elefanten? Den ich leider auch nicht bei Namen weiß. Er fängt ja schon mal gut an. Ja, jetzt brauche ich kein Blau mehr. Scheiße. Jetzt muss ich anders bauen. In etwa so. Dann so. Und dann so. So. Perfekt. Okay, da haben wir den schon mal. Gut, jetzt bräuchte ich nur noch ein paar gelbe. Dann könnte ich da auch wieder was zurechtrichten. Ah, wenn das so... Okay, wenn das so weitergeht, habe ich ein Problem. Ich brauche gelb. Okay, schon mal nicht da gelandet, wo ich... Okay. So. Kette, wunderbar. Ketten kann ich hier echt gut gebrauchen gerade. Lila, okay. So. Wie, schon wieder besiegt? Wow. Das geht doch recht schnell gerade. Ich bin überrascht. Aber wie gesagt, dieses Spiel ist wirklich einfacher als Puyo Puyo 1 oder bei uns bekannt als Kirby's Ghost Trap. Weil bei Kirby's Ghost Trap ist ja wirklich das Problem. Hä? Was haben wir denn da oben? Attacke! Ah, bist du denn verrückt geworden? Lass mich dich pieksen, du musst geimpft werden. Ah, ich will keine Spritze, ich mag keine Spritze. Lass mich in Ruhe. Es ist nur eine Spritze, du musst geimpft werden. Komm schon. Ja, bei Kirby's Ghost Trap ist ja das Problem, man kann die... Ja, wenn der Gegner die Puyos, also solche blauen Geist-Puyos, wie ich sie nenne... wenn er dir die rüber schickt, dann kann man sie nicht mehr blocken. Das kann man in diesem Teil wiederum dann doch machen. Was ich auch recht gut finde. Moment. So, genau, so mache ich eine Kette. So, Feuer! Ich finde das schon genial, wie Ali das sagt. Im Japanischen.
Also Alice finde ich wirklich schon ein genialer Charakter. In der Puyo Puyo Reihe. Und... So, gut. Ich brauche Geld. So, zack. Perfekt. Okay, Eissturm. Moment. Grün, das... Okay, ich habe ihn besiegt. Ich brauche mir keine Gedanken mehr machen. Oder sie, oder es. Ich glaube, es ist weiblich, also. Wow. Geht aber doch recht gut voran. Schon Stage 10. Ich hab's bald geschafft. Wenn das so weitergeht. Hey, du bekämpfst da ein Puyo? Ist das nicht ein bisschen läppisch? Hey, was willst du mir damit sagen? 50 Erfahrungspunkte plus Level Up. Oh? Nun zeige ich dir, wie man kämpft. Ja, du solltest lieber mal deine Hose befestigen. Okay, auf geht's. Nun kämpfen wir gegen den Ritter. Stahlritter. Keine Ahnung. Okay, der fängt auch schon mal sehr freundlich an. So. Na gut, das war jetzt keine Kette, verdammt. Okay. So, dann machen wir das so. Und dann habe ich eine Kette, so. Okay, oh, er ist schon ganz oben. Naja, noch nicht ganz oben, aber ziemlich oben. Oben wie oben. So, da haben wir eine Sonne. Perfekt. Okay. Jetzt übertreibst du aber. Das reicht. So, okay, mache ich erstmal eine Kette. Damit ich das erstmal hier rette. Gut. Ah, ich krieg wieder Sonnen, yay. Hoffentlich wird dadurch wirklich ein sonniger Tag, die nächsten Tage. Weil ich habe echt keinen Bock mehr auf den Winter. Und ich finde, dieses Spiel macht schon etwas, ja, Wärmefeeling oder Sommerfeeling. So in etwa. Und ja, ich denke, es macht schon warme Gedanken, aber irgendwie macht... Sie haben mich gerade fertig. Okay, jetzt habe ich ein Problem. So. Ich... Na, scheiße, ich brauche Lila, ich brauche... Ja, okay. Wow, und ich dachte schon, ich verliere. Okay. Ja, ich gucke ja auch nicht immer auf die Computerseite. Also, deswegen weiß ich auch nicht immer, was da drüben Sache ist. Ich gucke nur ab und zu mal drauf. Weil ich gerade weiß, ja, ich kann gerade gucken. Aber nicht, wenn es kritisch wird. Dann... Na gut. Oh, wen haben wir denn da? Ali? Wie? Du sitzt hier und lässt dich fächern? Du, Satan da oben versucht... Lass Satan aus dem Spiel! Mino, zeig ihr, dass die Strafe dafür, dass sie Satan beleidigt hat. Das war nicht sehr intelligent. Ja, diese nette Madame nenne ich Satans Verehrerin. Ja, warum? Man könnte sagen, sie verehrt Satan. Okay, wir haben eine Sonne, Geschenk gekriegt. Okay, die Puyos werden schneller, merke ich gerade. Ich nenne sie Satan-Verehrerin, weil in diesem Spiel verehrt sie diesen Satan. Man könnte auch sagen, sie ist in dem verknallt, aber... man kann darüber spekulieren. Aber ihr werdet gleich am Ende sehen, warum. Okay. Scheiße, ich brauche Lila. Ich hätte Lila gebrauchen können. Nein! Boah, wie... Ach du Scheiße! Okay, das kann ich glaube ich nicht mehr... Nee. Das überlebe ich nicht mehr. Boah, dass sie aber auch am Anfang gleich so übertreiben muss? Boah, ist das fies. Ja, okay, Leute, vergesst es. Hat keinen Sinn. Ich habe gegen Satans Verehrerin verloren. Verehrerin? Naja, ich glaube, Satan weiß noch nichts mehr davon, dass sie von ihm was will. Keine Ahnung, soweit habe ich mich mit dieser Reihe noch nicht beschäftigt. Okay, auf ein neues. So, jetzt zeige ich es dir, du Dumme. Nochmal lasse ich mir das echt nicht gefallen. Und Start. Okay, jetzt muss ich wieder überlegen. Ja, ganz toll. Die fängt gleich schon wieder richtig böse an. Da frage ich mich manchmal wirklich, wie man das hinkriegen soll. Die dann zu besiegen. In etwa so. So, hast du eine Zweierkette. Mit freundlichen Gruß von Ali.
Und ich bekomme dafür als Geschenk, Sonnen? Okay. So. Gut, die dürfte gleich besiegt sein. Ich könnte noch... Ja, sag ich doch. Und wie ihr seht, die hat eine Satanspuppe in der Hand. Ja, das ist Satan in diesem Spiel. Okay. Auf zu Stage 12. Wir haben es bald geschafft.